Moin Leute, heute mal ein echt ernsthaftes Let's Play von Need for Speed World. Nicht nur Scheiße machen, wie wir es in den anderen Aufnahmen da gemacht haben, in den 800x600 Aufnahmen auf dem Drecks-PC. Ja, ich bin schon hier im Startscreen. Man sieht meine Bugatti, die ich mir gerade eben für eine Milliarden Boost gekauft habe, im Hintergrund schon, ja. Also, ich habe noch momentan das englische Language Pack drin, aber ja, weil ich. Persönlich auf meinem eigenen Account spiele ich immer auf dem Englischen, weil es passt einfach besser. Die Stimmen sind cooler und so, wenn man Team Escape fährt, aber ja, ich will nicht zu viel labern. Fangen wir einfach mal an. Also, willkommen in der Welt. Tutorial, bla bla. Erster Fahrer, bla bla. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Name: Mr. PG. Muss jetzt sagen, der Name ist nicht verfügbar. Scheiße, was nehmen wir? Ach ja, Lokotai hier ist auch noch in der Aufnahme. Da heißt hier Derp mit. Hallo. Jo. Nein, Mega Looping 137 passt nicht. Jetzt habe ich jetzt schon einen Namen für die Folge. Das ist schlecht. Mr. Piggy LP passt. Ähnlich. Warte mal kurz. Mega Looping 359. Fick dich. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht. Was kann man da mal nehmen? Komm schon. Mega Let's Play passt. Ist ja richtig geschrieben alles, ja, sieht so aus. Das nehmen wir mal so als Bild. Ich nehme wieder meinen Panzer. Weil Team Escape und so. Aber. Hauen wir mal rein. Dein erstes Auto. Du kannst kein Racer sein ohne Auto. Ja, der Anna hat einen Silvia genommen. Ich nehme natürlich meinen 200er. So wie ich es gehört. Mit dem habe ich auch ernsthaft angefangen. Bei meinem Hauptaccount. Kauf. Yes. Kauf das. Ja. So. Wenn ich den Knecht da erstmal adden müssen. Dein erstes Rennen, ja, machen wir das erst. Wieso alle den GT500 haben, weil er am Wochenende IGC ist? Ach du Scheiße, am Spawn alles voll GT500, da. Ich habe auch einen. Auf dem Hauptaccount. Ja, ich kann auch mit Controller fahren, aber ich hab sogar. Ne, ich habe nicht mal angeschlossen. Machen wir erstmal ein Rennen. Heckstart mit Handbremse und sofort erster, ihr Knechte. Haha, verpiss dich mit deinem Scheißgolf! Lol. Der hatte eine Parkour auf dem Dach und es ist als so rumgeglitscht. Ich kann den Chat nicht öffnen. Ich hoffe nicht, dass in der Aufnahme meine Quali so in den Keller geht wie hier gerade. Weil es echt ätzend, wenn ich so fahre, geht die Quali so in den Keller. Wenn ich nichts rede oder der andere nichts im Hintergrund redet. Das ist voll ätzend. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Das ist wahrscheinlich wegen der Drecks-Hardware, die hier verbaut ist. Das ist natürlich nicht so geil. Das macht dann so. Mehr hörst du nicht mehr. So wie eben gerade. Komischerweise geht's nur weg, wenn du salopp bist oder ich einfach nur was sage. Macht man nix. Ja, geht auch. Ich muss aber fixen, weil ich werde sowieso die ganze Zeit tryharden und dann hört man die ganze Zeit nur die Scheiße. Das Gute ist, man sieht sogar hier die Uhrzeit unten in der Aufnahme. Und mal einen Pursuit-Stopper umgefahren.
Hey, wo sind meine Power-Ups? Meine Power-Ups sind nicht da. Die Zeit eigentlich auf NFS-Times gewertet ist, die erste? Ich glaube nicht. Nee, ich denke nicht. Damn, ich bin Erster. Oha, ja. Ja, juckt mich. Nitro mal 3. So, erstmal, ja, Explore the World. Da war noch was anderes. Erstmal Achieve mitmachen und so. Ach du Scheiße, Lag. Ein 2-Sterne-Ein-Motor. Was kriege ich für einen? Ach du Scheiße, Lag. Toll, einen schlechten 4-4er, einen silbernen. Toll. Kann ich doch gleich in Tonne werfen. Ey, der ist Ich werde schon mal. dich erstmal adden. Ja, macht das. So. Nehme ich gleich an. Ja, das ist gut. Muss erstmal das erste Rennen fahren. Ja, macht das. Nee, gerade noch ein bisschen mit dem Silvia beschäftigt. Ah, der Vinylist gerade. Ja. Ich weiß jetzt schon, wie der hier aussehen wird. Ach, jetzt muss ich erstmal ein paar tausend Milliarden Kilometer fahren, dass ich zu einem ordentlichen Rennen komme. Bei Statoil fahren brauche ich nicht nochmal. Leck doch nicht so! Unglaublich hier. Wenn der schaltet, geht's Audio wieder. Wie geil. So, welcome to Pamon Tutorial. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken sogar. So, das Ding ist fertig, eine schwere Geburt. Ja, ich will den Chat öffnen schnell. Kann ich nicht, ich kann nicht mit Eingabe den Chat öffnen. Warum macht das nicht? Und Tastatur. Also Leertaste. Ja, hier fährt halt direkt vor mir so ein Polizei-BMW rum. Lol. Weißt du, die fahren hier hin gerade wie bei Next Car Game, ey. Der eine Silvia sofort rechts voll in die Menge gerammt. Komm schon, zieh, deine Golf klebt mir voll am Arsch. Golf ist okay. Ich hatte mal einen, ich habe ihn verkauft, weil ich den ätzend fand. Ja. Jo. Da sitzen, den Kopf abstützen und sich langweilen. Boah, das dauert ewig. Ich bin bei 40%, ey. Welcome to Vermont mit dem Stock E-Klasse-Wagen. Dauert ewig. Oh, komm schon. 50. Also Prozent, ich war nicht 50, ich war 100. Ich war sogar 200. Knapp. Slow as Sylvia. Ich war Vollgas. 198 Sachen. Ja, Mehr zählt nicht. Aber du hast dann Sylvia noch nicht getuned, also performance-technisch oder noch, oder? nee, so Standard. Werden wir erstmal ein Rennen fahren gegeneinander. Ganz toll. Knecht, das ja eh schon. Also er hat. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich den Account erstellt und gleich erstmal 12.000 Boost gekauft, hat sich den Corolla C-Spec gekauft, den Skyline Team Escape Edition und den RX-7 Drift King. Das heißt, er hat erstmal Cash und ich habe gerade 300. Und ich bin fertig mit Rennen. Aber ja, stand auch das Level up hast. Ich habe vom Hauptfahrer habe ich 90 Autos. Ja, ich hatte auch viele Autos bis zu den Bannen. Ja, ohne Reason auch. GG, well played, EA. Muss ich jetzt eigentlich ein Multiplayer-Rennen fahren für den Gratis-Boost? Nö, das müsste nach einer Zeit dann kommen. Es dauert erstmal ein bisschen. Ich werde jetzt erstmal Lucky Towers E-Klasse in Multiplayer-Rennen fahren. Ja, hier, ich auch, also. Das da unten, irgend so ein Brasilianer schreibt schon wieder in Chat. Ja, das Ja, ein ist Level natürlich schwer. 60er mit der Lona Lisa joint rein. Klar. Klar erstmal. Dieses Das Rennen bin werde ich erstmal verkacken. NFS Vitor Nismo heißt es hier drinne. Me at AE. Ist Innenrusse. Nee, was sind das? In Spanien oder was? Ich bin bei lauter Brasilianern in der Lobby. Das ist natürlich sehr geil. Ja, ist. Hier ist ein anderer Level 2 in der Lobby. Wir sind zwei Level 2er drin. Der hat einen Stock Challenger. Die sieht so schwul aus, weil sie so Platz hochrangig ist. habt ihr keinen mehr dort, gell? Nein. Okay.
Ich fahre das jetzt ziemlich schnell. Ich warte einfach vor dem Event. Ich bin bei Lucky Towers. Ja, da bin Also. ich auch gerade. Gut. Ih, dem sein Scirocco ist immer voll ugly. Stehe hier hinter einem anderen Serbier. Okay. Ich habe einfach random R gedrückt und dann, oder da oben den Button, und dann hat er mich reingeschossen. Der Level 60er in seinem Sylvia ist erstmal gediegen letzter oder vorletzter. Ja, der feuert Power-Ups durch, die Sau. Hat auch Bunny-Kids drauf. Ja. Mit fettem Spoiler. Und er zieht Nitro. Ja. Yeah. Reib uns doch in die Nase, dass du Power-Ups zum Kotzen, zum Essen hast, Mann. Ramm nicht, du Knecht. Junge, ramm mich doch nicht, du Wichser. Ich hasse Rammer. Verpiss dich mit deinem Ramm-Wichser. Weißt du, er rammt mich, gell, und dann fliegt er selbst zurück. Das Boah, ist ich doch bin auch geil. gerade voll der Rammer, Mann. Ich ramm dich. Ja! Der 60er ist an der Back hängen geblieben und hat sich komplett umgedreht. Ich bin Zweiter. Ramm schon. Nitro. Ich werde wahrscheinlich noch Erster mit dem Stock 200er. Das wäre so geil. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. So Silvia hinter mir jetzt, überzieht mich. Mal schauen, was das Bodykit kostet. Für was? Für Silvia? Ja. 600. Wie dumm, warum ist der weggeschossen? Ich war doch gar nicht an ihm dran. Mensch, will das haben. Also der Brasilianer hier, der drückt ganz schön hart. Er ist fast bei mir out of map. Das Bodykit muss ich auf jeden Fall irgendwann Oh, nachkaufen. der Scirocco kommt! Der Scirocco kommt! Zieh, 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 zieh! Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm! Ja! Du kleiner Wichser, Alter! Fick deine Mutter! Rammt er mich voll in die Wand! Das erste, was ich hier reinmachen werde, wird Schwergewicht sein. Ins Power-Up Wheel, das glaubt mir. Ich werde die ganzen Leute, die mich rammen, ich werde sie so wegficken, dass sie out of map fliegen. Oh, ist das ätzend. You're so bad. Ja, weißt du, jetzt bin ich Vierter. Naja. Ich war Zweiter. Shit happens. Und ich push schon hart. Ich brauche ganz schön viel Boost, damit ich meine haben kann. Was war das denn? Was machen wir jetzt? Wer schreit denn da rum? Was ist bei dir los? Ja, wo kommt der her? Ach so, den habe ich gerade fast überholt. Ja, die Abkürzung nicht gekriegt. Aha. Ich krieg euch noch. Ich krieg euch noch, ihr kleinen Wichser. Komm, rammt euch noch ein bisschen mehr, dann kann ich euch gediegen gebaut. Verpiss dich, du kleiner Spaß mit deinem Scirocco. Vater kommt gerade reingeschneit ins Zimmer. Du hast mich nicht auf Anlage laufen, oder? Nee, nee. Gut. Oh, ich brauche so viel Boost für mein Silvia. Das ist ja abartig. Ich brauche vor allen Dingen Power-Ups. Ja, der hat Schwergewicht an mit seinem Silvia, der 60er. Läuft. Der darf mich jetzt nicht einholen. Nein, 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 nein. Oh, er ist über mich gesprungen. Sehr gut. Jetzt bin ich zwar schon wieder Vierter, aber scheiß drauf. Rennende Stelle vor der auf dir gelandet, dann wäre fertig. Er ist so auf meiner Haube gelandet und dann so runtergeslidet. Jetzt bin ich Vierter, Mann. Ich war Zweiter. Wegen diesem kleinen Wichser und seinem Drecks-Scirocco. Letzter ist er. Hat er. Verdient die Sau. So, Karte. Ja, Suppe. Bereit mal drei. Braucht keine Sau. Krieg ich jetzt meinen Gratis-Boost? Das wäre vielleicht sehr lieb. Naja, dann werdet mich in der Gruppe. So. So, zwei ist der Super-Shot-Skill-Mod. Der wird gleich draufgehauen. Customization. Ja, juckt mich nicht, wie mein Safehouse aussieht. Ich weiß es ja schon. Ich habe einen Level 60er auf als Hauptaccount. Ach, hast du deinen Boost gleich? Nein, gibt er mir nicht. Ja, juckt mich doch nicht, Mann. Scheiß Tutorial. Bla bla. Hau rauf. Junge, wie stark sind bitte die NPC-Autos? Der hat gerade eine riesige Werbetafel mitgeschleppt. Hatte bei mir auch irgendwas mitgerupft. Das juckt die nicht. Hab ich Kohle zum Lackieren? Ja, hab ich. Ach, upgradest du dein Auto auch schon, oder ja, was? Ja, wird ein bisschen lackiert und sowas. Ah, nur Lack. Nix Leistung, oder wie?
Nee, Leistung schon mal erstmal gar nichts. So. Mal gucken, ob ich noch mal Felgen leisten kann für 6.500, aber ich glaube nicht. Sieht ja ugly aus, wenn er so hochbeinig dasteht. Kotze. Was soll ich denn da bei meinem Mona Lisa sagen, ey? Ach du Scheiße, wie das wohl aussieht ohne Bodykit und alles. Schlimm. So, ja, kann ich mir nicht leisten. Scheiße. Muss ich erst mit dir in ein Rennen fahren. Komm, lass mal ein E-Klassen-Team-Escape-Rennen fahren. Oder? Jo. Ich lade ein. Ich lade ein. Ich lade ein, ich lade ein, ich lade ein. Daily Events. Weißt du was? Nee, im Schatzwerk kann man später machen. Lass halt Team-Escape fahren. Termin, Escape. Ja, ist nicht so easy zu reden, wenn man sich selbst doppelt hört. So, das weg. Wo sind die? Hä, die ist gar nicht gelistet. Hä, warum ist die nicht gelistet? Ach, da ist sie direkt. Ach so. Privat. Gruppe einladen. Bam. Nein, So, mal sehen, wie sein Auto aussieht. Ach du Scheiße. Das Orange ist bei mir ein bisschen schwach. Das sieht so behindert aus. Man hat da schon die ganzen Aufkleber, die ich bei diesem Account noch nicht habe. Kannst dir denken, wie meiner aussehen wird. Matschwarz. Immer. Immer. Wie meine immer eine höhere Bewertung hat als deiner. Und ich habe schon einen Skill-Mod drin. Haha, aber wir machen ohne Power-Ups. Wir machen legit Racing. Okay. Schön, ich habe meine Backe aufgekratzt. Schon wieder. Ach du Scheiße, Honey Ey, kann ich weg. hab's gemacht und es hat nicht gezogen. Hey. Ja, hättest du vielleicht. Wie sagst du, ein bisschen später oder sowas? Außerdem habe ich derbe Frame-Lags. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich kenne diese Strecke noch nicht. Ich auch nicht. Ich bin sie einmal mit dem GTO gefahren, mit dem Team Escape GTO, mit meinem blauen. Ich bin so abgekackt. Er fällt einfach in die Bullen rein. Bei mir war da gar nichts. Bei mir war da kaputt. Aber. Brauchst du Hilfe? Noch gerade nicht, aber Oh, ich Abkürzung. einer hängt gerade direkt in mir. Ey, verpisst euch hier. Das kann's ja nicht sein hier. Nee! War ja einfach gediegen durch, ohne Cops oder sonst was. Ja, bei dir ist alles durchgecrushed und bei mir ist alles offen. Nee, bei mir ist auch. Ach so, bei mir ist alles ganz. Ich habe gerade eine geöffnet, das ist Langeweile, weil ich einfach so weit vorne bin. Mir einfach das Ding Stock ohne Turbo eingebaut, einfach schon Turbo-Sound hat. Das sehen wir auch. Oh nein, Rino. Ah, oh. Das geschieht nicht. Hast du nämlich die scheiß Teile kaputt gemacht und ich komme da nicht durch. Ja, witzig ist Du es kannst links dran nicht. vorbeifahren, ist schon klar. Verpiss Nee, dich, das Bullen, ging so. nicht. Der Spalt war zu Oh, groß, zu klein. Bullen, Rino! Nein! Oha. Mann, verpiss dich da, der schnappt mich gerade. Mach dich vom Acker da vorne! Der fährt genau neben mir und meinen. Es ist einfach so schön zu sehen, wie die Bullen halt einfach bei dir sind. Oh, jetzt nicht mehr. Wie ich ganz gemütlich hier so fahren kann. Ja, gleich nicht mehr. Pass auf, gleich komme ich raus. Na, hast du es auch. Oh, Scheiße, wie komme ich denn durch? Hier. Ich komme hier easy durch, links. Ach, Rino. Fast. Was ich jetzt Hi. machen werde, ich werde jetzt die Tankstelle kaputt fahren. Ah, ne, ich war da hinten durch. Komm schon, Baby, komm schon. Ich bin mein GTO gewöhnt, ich ramme einfach durch. Voll in die Bullen einfach. Am Heck so, obwohl es nicht so schlimm ist, aber ich bin ernsthaft, ich bin in GTO und die Chrysler so lange gewöhnt, weil ich als. Einfach durch die. Durchbreche. Ach, bremst er vor mir, ich glaub's nicht. Was ist denn bei dir los? Fährt der hier wie The Thrust bei Forza oder was? Bei Silvia kann ich einfach gediegen hier rumfahren, passiert nichts. Ach, hi Rino. Hi Rino. Aua Rino. Hast du ihn getroffen? Er hat mich getroffen, noch am Heck. Hab dann einen schönen Seitwärtsschlenker gemacht. Na, schaffst es da. Ah, danke. Ja, wie der GTO einfach mal einen geilen V8 Sound hat. Der klingt wie meine ZR1, ohne Spaß, der hat voll den ZR1 Sound. Kann man da jumpen? Oh ja, man kann jumpen. Oh, shit. Ja, klar. Tank-Mod oder was? Ich bin da einfach durchgebrechen. Ja. Mich verfolgt gerade ein Rino.
Der ist gerade auf seinem Kollegen gelandet. Ah. Was ist denn bei dir los? Reno hat mich gerade seitlich weggefickt. Geh weg, du hässlicher Dodge. Ja, ein scheiß NPC fährt wieder vor mich. Warte mal, Reno. Right on a meep meep. Da ist was zu, oder? Ja, das war eine dumme Idee. Ja, ich hab's nicht gesehen, da war die Bushaltestelle davor. Ich hätte es dir sagen können, okay. Ich war jetzt hier die Abkürzung. Klar muss, weißt du? Was? Oh, scheiße, gib mal Gas. Mit den Autos 2,5 Kilometer? Ja, kannst du nicht so ein langes Rennen nehmen dürfen. Ja, das war dumm vielleicht. Aber hier ist nichts. Oh, verpiss dich, du kleiner Wichser. Ja, ich sag's mal so, es ist halt noch ein ganz schönes Stück, ne? Ja. Yeah. Hier musst du halt wirklich pushen bei der Team Escape, das ist ja krass. Ich meine, bei Outlaws ist das scheißegal, da kann jeder finishen, aber hier nicht. Oh oh! Bei mir habe ich dich getroffen, aber okay. Bei mir nicht. Ah, ein Nagelband. Das ist ein richtig hässlich langes Rennen. Achtung, da kommt noch einer. Ah, oh! Scheiße, noch ein Dritter. Ja, rammt er mich. Es ist kein Rennen, Mann. Das ist Team Escape. Fahr. Komm, 10 Sekunden. Komm, gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Fahr. Komm. Oh, Alter, 4 Sekunden vor Schluss. Oh, shit. Erstmal Felgen kaufen, Mann. Ich krieg einen Skill-Mod. Geil. Ich krieg 10.000 Cash. Du Knecht. Felgen. Lass mal liefen und ein Rennen fahren. Gleich ist schon mehr. Oh, ich krieg Speedboost. Ich krieg gerade Speedboost. Geil. Ich hole mir mal ganz schnell eben Felgen. Warte, jetzt müsste ich mir das ja echt kaufen. Jetzt müsste ich mir dieses Silverpack echt kaufen. Nee, musst du nicht. Einfach auf Escape gehen. Macht er nicht. Doch, das kannst du. Ja, ich drücke Escape, er macht's nicht. Musst du dann schauen, wie du es wegkriegst. Das kriegst du weg. Ja, ich glaube schon. Ich will gucken, wie die Aufnahme läuft, weil da mache ich jetzt mal Pause und dann mache ich einfach das Game aus. Ja. Ja, 22 Minuten, ganz schön lang. Ja, dann verabschiede ich mich mal und tschüss.